Hey ihr Lieben, heute habe ich das Paket von Your Watches erreicht. Darauf habe ich so sehnsüchtig gewartet, denn ich war schon im Internet hin und weg von meiner neuen Uhr. Und jetzt möchte ich sie euch mal gerne vorstellen. Wie ihr seht, ist die Uhr in einer wunderschönen Holzschachtel, Holzbox verpackt. Und hier vorne seht ihr noch so eine Schublade. Da könnt ihr, wenn ihr die Uhr verkleinern möchtet, könnt ihr hier was reinlegen oder anderen Schmuck. So. Ihr seht die Box jetzt mit einem Magnetverschluss verschlossen und zusammengehalten. Finde ich eigentlich sehr gut für den Transport. Da geht die Uhr dann nicht so schnell auf und geht natürlich dann nicht so schnell kaputt. Also die Box riecht auch schon wahnsinnig nach richtigem Holz. Ja, das ist einfach schon ein total leckerer Geruch, was da rauskommt. Diese Uhr ist von der Casio-Serie, die heißt Walnut and Vintage Rose. Ist aus reinem Walnussholz und Tumöl hergestellt. Und Rose wegen der Farbe. Genau, das nahtlose Band und ihr seht hier das gewölbte Saphirglas ist mit einer eluxierten Schnalle verbunden. Da kann man es dann natürlich auch schließen. Ihr seht, es geht ganz einfach. Einfach zu und hier auf den zwei Knöpfen drücken und dann geht es wieder ganz leicht auf. Also geht echt super einfach zu und auf und fühlt sich echt stabil an, diese Uhr. Also kein, definitiv kein billig hergestelltes Produkt. Also ich bin absolut zufrieden, sehr stabil und riecht auch wahnsinnig nach Holz. Also nicht unangenehm, sondern ja, einfach schön frisch Natur. Ihr seht, das ist auch auf so einem Kissen befestigt, dass es nicht hin und her rutscht. Dann war noch ein Tuch dabei. Und in der großen Box war nochmal ein Tuch dabei. Also das eine ist für das Holz und das andere ist für das Glas. Des Weiteren befindet sich in der großen Box noch ein Naturöl. Und zwar ist das hier aus Orangenöl. Hier könnt ihr die Uhr bzw. das Holz damit pflegen. Es würde auch Zitronenöl, aber reines Zitronenöl gehen. Die Uhr sollte nicht in richtiger Hitze oder in richtiger Kälte ausgesetzt werden oder in extrem trockene bzw. feuchte Umgebungen. Sollte vermieden werden. Ich mache jetzt mal die Uhr gerade zu. Ich zeige euch, wie sie aussieht an meinem Arm. So. Das Ziffernblatt besteht aus römischen Ziffern. Also sie trägt sich sehr gut. Ihr könnt auch beim Bestellen die Größe mit angeben. Das ist natürlich sehr wichtig, dann müsst ihr nicht selber die Größe ändern. Also hier, da kann man es schon selbst rausnehmen. Aber es ist natürlich besser, wenn sie gleich perfekt zu euch nach Hause kommt. Also wer gerne naturbelassene Produkte mag und eine modische, also meiner Meinung nach eine modische Uhr haben möchte, die ist echt bei Yacht Watchers sehr gut aufgehoben. Und diese Firma ist aus den USA, aus St. Louis. Und ihr könnt gerne dort bestellen, wenn ihr auf den Link in meiner Bio klickt, dann könnt ihr 10% sparen und ihr nehmt natürlich gleichzeitig an einem Gewinnspiel teil, da könnt ihr einen 100 $ Gutschein gewinnen. Das habe ich für euch rausgehandelt mit dem 10% Gutschein und würde mich natürlich freuen, wenn ihr etwas bestellt und mir natürlich die Bilder dazu schickt. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ich zahlreiche Bilder erhalte. Und damit ich sehe, wie glücklich ihr mit eurer neuen Uhr seid. Ich zeige euch nochmal, wie dick die ist. Also es ist echt
Ich finde sie wunderschön. Also man kann sie auf, finde ich, legere Kleidung tragen, aber auch auf elegante Kleidung, zum Beispiel ein Kleid oder auch für Männer gibt es die Uhren. Die sind natürlich dann etwas männlicher wie diese jetzt hier. Aber da kann man sie auch natürlich schön auf einen Anzug tragen. Ja, also auf jeden Fall absolut empfehlenswert. Diese Uhr ist sehr hochwertig. Die ist definitiv ihren Preis wert. Und ja, wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr mir gerne schreiben. Ich werde am Anfang des Videos noch ein paar Bilder hinzufügen mit verschiedenen Kleidern und verschiedenen Lichteinstrahlungen, damit ihr seht, wie das Ganze noch aussieht. Und ich würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst und mich abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt. Und freue mich, wenn ihr demnächst wieder einschaltet und natürlich mit eurer neuen Yacht Watches, die mir die Bilder zukommen lasst. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss!